Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Jo, das ist ja wirklich eisig heute. Thermo King, minus 12 Grad zeigt unser Thermometer an und auf dem Tachometer steht 13 Grad, also irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn ich jetzt mal das HUD wieder aktiviere, steht da 9.37 Uhr und sonnig. Tja, was soll man da bitte schön glauben? Also der Wetterbericht ist ja nicht gerade allzu pralle hier in Vanilla Valley. Aber trotzdem finde ich es wieder gut, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge hier auf diesem wirklich wunderbaren neuen Projekt hier auf meinem Kanal Premium Paule. Heute ist es wirklich mal an der Zeit, dass wir etwas machen müssen. Denn ich habe es ja schon einmal in einem Video erwähnt, dass ich sozusagen auch der Wehrführer bin einer Berufsfeuerwehr oder einer Freiwilligenfeuerwehr. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das nennen soll. Also man könnte wirklich sagen beides, denn ich fahre in manchen Videos nur Einsätze, in manchen Videos mache ich auch noch nebensächlich andere Arbeiten. Ich sage einfach, es ist eine freiwillige Feuerwehr, in der ich natürlich auch Wehrführer bin, wie ich das gerade schon erwähnt habe. Ich bin wiederum auch der Bürgermeister von Wind Vanilla Valley, also ist es natürlich auch meine Sache oder meine Aufgabe, die Stadt sauber zu halten. Und ich muss natürlich auch damit klarkommen, damit ich, wenn natürlich größere Arbeiten anstehen, da auch zur Seite stehe, den Leuten, die natürlich meine Hilfe brauchen. Da ist es natürlich jetzt so, dass wir natürlich auch unsere Straßen bewirtschaften müssen. Nicht bloß die Felder, nicht bloß die Wälder oder kleine Arbeiten wie Mäharbeiten. Nee, es ist leider auch so, dass ich die Straßen sauber halten muss. Also, das ist auch ein bisschen komisch jetzt rübergebracht. Sauber zu halten heißt jetzt heute bei mir. Wir werden heute eine Baustelle eröffnen. Aber, was braucht man für eine größere Baustelle auf einer Straße? Natürlich erstmal große Maschinen. Jetzt ist der Punkt aber gekommen, an dem wir wirklich erstmal tief einatmen müssen. Das könnte wirklich alles ein bisschen länger dauern. Ich werde jetzt erstmal hier das Blaulicht einschalten und ja, vorbeikommen werde ich da so oder so nicht. Ich möchte euch das einfach mal ganz kurz demonstrieren, was ich jetzt hier eigentlich vorhabe. So, ihr habt vielleicht jetzt schon zu Beginn dieses Videos diesen Mercedes Sprinter gesehen. Was das für ein Fahrzeug ist, dazu komme ich später nochmal. Hier seht ihr jetzt erstmal vor mir einen Goldhofer Auflieger mit einem riesengroßen Radlader, den ich auf jeden Fall brauche für meine neu eröffnete Baustelle, da wo ich gleich hinfahren werde. So, dann habe ich einen riesengroßen Schlepper, einen LKW, der natürlich auch sehr, sehr groß ist. Guckt euch mal die Straße an, guckt euch den Auflieger an. Tja, das wird alles ein bisschen eng. Ich glaube, der hat ein bisschen Überbreite. Aber ich glaube, das sollte trotzdem irgendwie passen. Abgesehen davon, dass ich vor dem Video schon am Baum hängen geblieben bin. Wir probieren es trotzdem. Also irgendwie müssen wir doch hier vorbeikommen. Also ich gehe mal ganz kurz hier lang. Das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ich das jetzt irgendwie mit einem Fahrzeug machen könnte, damit wir die Straße erstmal abfahren. Wisst ihr was? Wir bleiben jetzt erstmal hier auf der Straße stehen. Hier hinter haben wir erstmal ein bisschen abgesperrt. Die Feuerwehr sichert die Straße, das ist schon mal wunderbar. Die ist natürlich auch wieder mit einem Stissel, das ist natürlich keine Frage. Denn was wäre mein LS17 Video oder Let's Play ohne Feuerwehr? Das muss natürlich immer mit dabei sein. So, dann fahren wir erstmal hier mit einem FUSTW, also einem Funkstreifenwagen, irgendwie jetzt erstmal dort vorbei. Tja, leichter gesagt als getan. Ja, ich glaube, das könnte jetzt auch ein bisschen schwieriger werden, da wir erstmal schauen müssen, ob wir auch unser Ziel erfolgreich erreichen können. Denn es ist natürlich wieder so, dass wir, wie gesagt, sehr kleine, enge Straßen haben. Sehr kleine, enge, also sehr minimale Abstände zum Bordstein. Deshalb ist natürlich auch die Feuerwehr mit dabei, die Polizei, also wir haben hier wirklich sämtliche Unterstützung. Das ist natürlich für uns wieder so eine Sache mit dem Verkehr. Also wir haben natürlich auch ein sehr großes Verkehrsaufkommen hier in Vanilla Valley. Es gibt sehr viele Fahrzeuge und natürlich auch sehr viele Leute und sehr viele Schaulustige, also müssen wir wirklich aufpassen, damit wir hier das auch ordnungsgemäß durchziehen. Tja, das wird auf jeden Fall noch eine richtig, richtig große Qual. Tja, wir müssen mal ganz kurz auf die Karte schauen, dass ich euch
unbedingt mal zeigen kann. Wieso geht denn jetzt nicht auf? Achso, ich habe das HUD ausgeschaltet. Damit ich euch erstmal ein bisschen hier erklären kann, wo die Reise heute über hingeht. Was war denn das gerade? Ja, wo die Reise heute hingeht. Achso, hier kann man nochmal aufs Feld fahren. Das ist so eine kleine Feldeinschneise. Hab schon verstanden. Wir fahren sozusagen dann links. Da liegt ein Schild auf dem Boden. Das ist natürlich nicht so schön. Dann geht es hier immer geradeaus, bis wir dann irgendwann hier an der Kurve ankommen. Und hier ist dann auch gleich schon unsere nächste Baustelle. Ups, das Schild haben wir jetzt mitgenommen. Ich bin gerade ein bisschen weggeschleudert worden von der Straße. Genau, hier kommt die zweite Kurve und genau hinter dieser Kurve wird die Straße erneuert. Wir müssen natürlich auch den Seitenstreifen beachten. Den müssen wir natürlich auch erstmal abmähen und so weiter. Also da kommt wirklich ein Haufenweise auf uns zu. Deshalb, ich habe euch das jetzt erstmal demonstriert, wo unsere Reise heute hingehen wird in diesem Video. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Sieht man schon an der Straße, obwohl hier haben wir eigentlich ein bisschen mehr Platz als dort hinten, wo ich mich aktuell befinde. Deshalb machen wir das erstmal so, dass wir uns erstmal hier ein bisschen Abstand schaffen. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Blitzer. Also hätte ich jetzt nicht gebremst, dann hätte der Blitzer mich voll mitgenommen. Aber hey, wir sind ein Polizeiwagen, also sollte uns hier nichts weiteres passieren. So, dann machen wir erstmal hier die Straße dicht. Das machen wir erstmal so. Dann wechseln wir erstmal rüber zu unserem schönsten Fahrzeug bisher in diesem Video. Das ist ein BF3 Abwicklung und Begleitservicewagen. Ein Mercedes-Benz Sprinter, ein wirklich nützliches Fahrzeug, das wir heute brauchen. Denn wir haben natürlich einen Schwerlasttransport heute, den wir begleiten müssen zu unserer nächsten Baustelle oder ersten Baustelle ist es ja eigentlich in diesem Projekt. Deshalb aktivieren wir erstmal das wunderbare Menü, drücken die Taste B, dann klappt sich oben so ein Schild auf, die Warnblinkanlage darf nicht fehlen, Rundumleuchte ist schon eingeschaltet und dann aktivieren wir uns noch das, Achtung Schwertransport, dann nochmal so ein weißes Ausrufezeichen mit so einem roten Rahmen oder einem roten Kreis, das ist natürlich wunderbar, das gehört dazu. Daraus brauchen wir, dann aktivieren wir natürlich noch die Follow Me Mod. Ich hoffe, ja, 15 Meter sollten reichen. Ja, komm, das lassen wir einfach mal so. Dann können wir jetzt erstmal hier wieder aussteigen. Ach, die Rundumleuchte geht automatisch aus, verstehe. Das sollte jetzt auch nicht weiter stören. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt nicht vorbeikommen, denn wir müssten unbedingt vorm LKW auch noch fahren, aber ich kann das jetzt leider nicht ändern. Und wenn man jetzt mal die Innenperspektive sich anschaut, also da muss man wirklich sagen, oh weia. Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist natürlich nicht so schön. Ich probiere trotzdem jetzt irgendwie ganz langsam zu fahren, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe. Und natürlich müsste auch das Begleitfahrzeug hinterherkommen. Das wäre mir sehr wichtig. Ich glaube, wir könnten das vielleicht noch ein bisschen kürzer einstellen, Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Und ich glaube, der fährt jetzt immer noch nicht. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Das macht ansonsten nicht so Sinn, wenn das Fahrzeug jetzt die ganze Zeit hier stehen bleibt und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann erstmal losfährt, wenn wir unmittelbar schon da sind. Das wäre jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Dann aktivieren wir das einfach nochmal. Vielleicht mal ein bisschen kürzer den Abstand. Mach mal 5 Meter. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass er uns hinten reinfährt. Das wäre natürlich spitzenmäßig, wenn das so funktionieren würde. Dann gucken wir nochmal. Ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. Eigentlich, theoretischerweise, müsste das jetzt gehen. Aber ich glaube, der steht noch. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Der steht halt immer noch. Und jetzt stehen wir auch so ein bisschen auf der Kippe. Wir sind gerade ein bisschen auf dem Bordstein gefahren. Ich glaube, wir müssen halt noch ein bisschen weiter fahren, damit der hinterherkommt. So. Jetzt müsste das Ganze doch eigentlich funktionieren, außer dass wir jetzt vor uns natürlich hier, na super, einen Stau verursacht haben. Ach Leute, das darf natürlich nicht so sein. Ach je. Tja, das ist der liebe, nette Verkehr hier aus Vanilla Valley.
Dann müssen wir wirklich hier noch die Straße so absperren, dass wir jetzt auch keinen Gegenverkehr haben. Wisst ihr was, dann fahren wir am besten mal da hinten hin. Gleich zum Zielpunkt dort, wo wir unsere Baustelle errichten wollen. So, da sind wir auch schon. Am besten platzieren wir uns jetzt so, dass es auch logisch ist, dass hier wirklich niemand vorbeikommt. Das wäre natürlich spitzenmäßig, wenn das funktionieren würde. Dann machen wir einfach mal so und lassen das Fahrzeug erstmal hier stehen, sodass wir jetzt irgendwie hier vorbeikommen. So. Tja, jetzt kommt natürlich das Schwierigste von allen. Wir haben jetzt eine enge Seitenstraße. Wir müssen jetzt hier separat auf die Hauptstraße abbiegen. Jetzt müssen wir wirklich erstmal schauen, ob wir dort jetzt vorbeikommen, ohne dass wir irgendwas mitnehmen. Anscheinend kommen wir da locker fluffig vorbei, ohne dass wir jetzt irgendwas streifen. Abgesehen von dieser kleinen Wiese. Und irgendwie stört mich das natürlich auch, dass er nicht hinterherkommt. Also das ist natürlich alles ein bisschen merkwürdig. Die Follow-Me-Mod ist aktiviert, aber er fährt anscheinend nicht vorbei. Ist alles ein bisschen komisch. Hab gedacht, das funktioniert irgendwie. Anscheinend geht es ja doch nicht. Okay, anscheinend ist da nichts in der Spur. Ich probiere es gleich nochmal, wenn ich gerade bin. Wenn ich gerade stehe. So, endlich. Wir befinden uns auf der Hauptstraße. Also so kann es natürlich auch weitergehen, also abgesehen davon, dass hier ein Straßenschild auf der Straße liegt, das wir unabsichtlich natürlich mitgenommen haben, beim letzten Video, oder vorletzten Video, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war ich das. Ist natürlich nicht so schön, aber das kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Wir machen einfach mal 10. Machen wir 10 Meter oder 5 Meter, das hat man glaube ich eben schon. Oder wir lassen das einfach mal so eingeschaltet. Ich hoffe, jetzt funktioniert das auch. Ich hoffe es einfach mal, denn es macht auf jeden Fall mehr Spaß und es sieht auf jeden Fall besser aus, wenn die Follow-Me-Mod auch funktioniert, so wie sie funktionieren soll. Das wäre natürlich ein Traum, aber so wie es aussieht, funktioniert es nicht. Das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Dass das leider nicht so hinterherkommt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Dann müssen wir halt separat hinterherfahren und das Beste draus machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Auflieger irgendwie stört. Ich weiß es echt nicht. Aber das könnte natürlich auch daran liegen, dass wir hier einen Radlader auf den Auflieger haben. Und der sozusagen die Verbindung irgendwie stört oder so. Denn wir müssten uns eigentlich ja mit den LKW anschließen. Also das müsste das Führungsfahrzeug sein. Aber ich glaube, der Schwerlasttransporter erfasst den Radlader, die ich natürlich gar nicht haben möchte. Von daher funktioniert die Follow-Me-Mod auch gar nicht so wirklich. So wie man sich das eigentlich vorstellt. Okay, das sollte jetzt auch nicht weiter stören. Trotzdem war das Fahrzeug mit dabei. Also das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Und ich befinde mich jetzt aktuell gleich am Zielort. Obwohl das alles ganz schön knifflig ist, finde ich. Aber die Straße ist ja gesperrt. Also sollte jetzt auch nichts weiteres hier passieren. Guckt euch das an. Also da bildet sich wirklich gerade ein Stau. Damit hat man auch wirklich schon gerechnet vorher. Und somit befinden wir uns jetzt aktuell hier an unserer ersten großen Baustelle in Vanilla Valley. Den LKW parke ich jetzt erstmal hier ganz gekonnt auf dem Feld und wir sinken da sofort ein. Ist ja auch sehr, sehr krass. Was hier für Feldbedingungen stattfinden. Natürlich darf der EW nicht fehlen, der sollte natürlich auch hier ein bisschen absichern. Also das hat er natürlich auch gemacht, aber trotzdem sind wir ja ein Glück gut am Ziel angekommen, so wie wir das uns vorgestellt haben. Und die Feuerwehr darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem riesengroßen Schwerlasttransport. So, wir stellen uns am besten mal genau hinter den Schwerlasttransporter und dann wechsle ich erstmal wieder zurück hier auf den anderen Mercedes-Benz-Sprinter. Dann
können wir uns eigentlich direkt mal hinter den anderen Sprinter stellen. Ich glaube, das sind sogar die gleichen Aufbautypen. Ich glaube, der EW ist, glaube ich, ein Tick größer, oder? Das könnte natürlich auch täuschen, dass ich jetzt ein bisschen weiter unten stehe als der EW. Aber trotzdem, liebe Leute, wir haben es geschafft und somit können wir die Baustelle jetzt eröffnen. Ein großer Dank geht raus an die Polizei von Vanilla Valley und natürlich an die Feuerwehr unter der Leitung von Premium Paolo. Der hat natürlich eine sehr, sehr spitzenmäßige Leistung hingelegt. So, und dann könnten wir auch theoretisch dann auch die Baustelle beginnen. Was wir natürlich noch brauchen, sind schwere Maschinen. Wir brauchen natürlich erstmal ein Mähwerk. Das machen wir dann im nächsten Video, am nächsten Tag. Denn heute ist es natürlich auch wieder sehr, sehr schnell dunkel geworden. Das hat sich wirklich alles hingezogen. Und von daher würde ich sagen, beginnen wir morgen mit der Baustelle. Also natürlich Ingame-Zeit oder Ingame-Tag. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir das doch gerne mal wissen mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Oh Mist, ich habe die Frontblitzer vergessen einzuschalten. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Würde mich riesig darüber freuen. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.